immer schön freundlich in die Kamera lächeln. Telefon auf Ausmachen, ne? Offline-Modus. Hatte ja schon diverse Überraschungen und Anrufe. Oliver, das mit dem Querformat, siehst du ja, funktioniert irgendwie nicht. Aber das ist ja auch schön, was man da hinter mir sieht. Ne? So, bisschen weiter weg von der Kamera. Ach, guck mal, schon zwei Leute, guten Morgen. Ich muss aber trotzdem immer schön gucken, wie spät es ist. Hattet ihr ein schönes Wochenende? So, 11 Uhr, Nathalie Kortsch von der Finca Can Corem aus Campos, Mallorca. Guten Morgen, Britta. Wie meine Freundin Laia gesagt hat, findet ihr den Link, um mich bei YouTube zu abonnieren. Ich muss irgendeine Möglichkeit finden, mich das immer ganz schnell sage. Es ist ja furchtbar für die Leute, die jeden Morgen dabei sind und immer dasselbe hören müssen. Hallo, hallo Dani. Also YouTube-Link ist da. Draufklicken, mich toll finden und abonnieren geht immer. Heute ist total ätzendes Wetter. Sieht auch so schön aus. Danke, Oliver. Mein Gott, so viele Leute. Guten Morgen. Hier regnet es wie Sau. Meine Hühner sind alle eingefangen. Ich habe das Problem erkannt. Es gab nämlich ein Loch im Zaun. Meine Tasse von heute ist, sind eigentlich zwei Tassen. Also einmal muss ich noch mal kurz diese Tasse hier zeigen. Ich hatte nämlich anscheinend das letzte Mal nicht erwähnt, wer die gemacht hat. Und das tut mir sehr leid, weil ich sonst ihre Werke eigentlich immer erwähne. Es ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Also das hat Sabine Künkel gemacht. Die wohnt hier auf der Finca. Und wenn ihr Hunde auf euren, jetzt Peter prügelt die mich, wenn ihr Hunde auf euren Tassen wollt, Akita Inus oder deutsche Schäferhunde oder so, nee, Quatsch. Also die macht diese Tassen. Und das hat sie, hier in Campos ist wohl ein Brennofen, da hat sie den gebrannt bei einem Töpferkurs und die machen da ganz schöne Sachen. So, das ist die Tasse von der Sabine Künkel. Und die macht auch diese Tasse, die zeige ich nur ganz kurz. Ja, aber anstatt der Tasse nehme ich heute mal einen Teller. Ist der schön? Den hat die Sabine auch gemacht. So, genug gefeatured. Teller, Tasse, YouTube, Name, Thema. Thema. Ich habe gedacht, ich erzähle euch heute mal, wie ich zu meinen Fingernägeln gekommen bin. Guten Morgen. Dich toll finden geht immer. Och, Martina, Lebelein, das ist aber nett. Also, wie ich zu meinen Fingernägeln gekommen bin. Ich habe euch ja erzählt, dass ich als Hochzeitsrednerin arbeite und dass ich ja immer große Angst hatte, das zu tun. Und dann irgendwann gesagt habe, ich mache das und habe dann angefangen. So, dann hatte ich tolle Jobs und ich kann das ja auch in drei Sprachen machen. Also ich hatte wirklich super, super, super schöne Jobs. Hallo Jürgen, jetzt begrüße ich euch mal alle. Hallo Jürgen, Astrid, Martina, Oliver, Daniela, hui, Daniela Moore und die Britta, genau. Und ich habe in einer ganz tollen Hochzeit gesprochen. Mein Gott, die waren alle so schön und so dünn und so schlank und so, so gut gepflegt. Und alles war so schön in weiß. Das war so eine weiße, weiße Party-Hochzeit, so Ibiza-Style. Ne? Und ich habe immer einen sehr konservativen, aber schönen Look an, wenn ich verheirate. Also sehr klassisch und nichts übertrieben. Ich schminke mich auch nicht großartig und so ganz... ja, normal halt, ne? Weil ich meine, das ist ja auch nicht mein Job, da als Popstar aufzutreten. Ich bin ja der Redner. Ne? Und eines Tages, nachdem ich gesprochen habe, kam die Frau von der Hochzeitsagentur zu mir und sagte, Nathalie, wir haben ein Problem. Das ist jetzt 6 Jahre her oder 5. Wir haben ein Problem. Das Problem sind deine Füße und deine Hände. Und ich habe gedacht, möge unter mir die Erde aufgehen und ich falle da jetzt rein und sterbe. Dass mir jemand sagen muss, dass ich nicht gepflegt bin, das fand ich der Hammer. Was ich hatte, war, ich hatte abgekaute Fingernägel, aber Füße natürlich ganz normal, in Gottes Willen, ey, oh weia, die waren ganz normal, ja. Aber das waren halt nicht so durchpedikürte rote Fußnägelfüße wie meine Hände, ne. Das mit den Füßen konnte ich noch verkraften, das waren normale Füße, ja. Aber das mit den Händen war schon hart, weil, ich zeige euch das jetzt mal warum, wenn man nämlich vor den Gästen steht und man hält diese schwarze Mappe so oder die weiße oder was auch immer für eine Mappe so, dann sehen die Leute ja die Hände. Das heißt, eine komplette Hochzeitsgesellschaft guckt einem auf die abgekauten Fingernägel. Und dann hat die zu mir gesagt, du bist ein bisschen zu alt, um immer noch Fingernägel zu kauen. Und diese deutsche Berliner Direktheit, die ist ja sehr erfrischend oder die haut dich sofort um.
Und dann sagte sie zu mir, ganz freundlich formuliert, ne? Ganz freundlich. Wenn du weiter hier für uns arbeiten möchtest, musst du was tun. Ja, und so bin ich im Nagelstudio gelandet. Ich bin sofort 2 Tage später in so ein Nagelstudio und habe gesagt, wir müssen sofort was tun, ich verliere sonst meinen Job. Und dann haben die erst so ein bisschen gemacht, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Und dann wurde das immer länger. Und dann habe ich so eine Freude daran gehabt. Ich bin eigentlich nur noch so durchs Dorf gegangen. Ich hatte eine Freude. Und dann stand ich mal am Supermarkt an der Kasse und habe mit meinen frischen neuen Händen da die Lebensmittel über das Band geschoben oder auf das Band gelegt, damit es weitergeschoben wird. Und dann hat so ein Mann zu mir gesagt, der hinter mir stand: Mein Gott, Sie haben so schöne Hände. Sie haben so schöne Hände. Und ich wieder: Ja. Und seitdem mache ich das. Guck mal, da muss dir jemand sagen, das geht gar nicht. Am besten jemand Fremdes. Nicht jemand aus der eigenen Familie. Das ist nie gut. Aber jemand Fremdes muss dir sagen, das geht gar nicht. Sonst, und dann macht man was. Wahnsinn, ne? Ich fand das ganz schön verrückt. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, freuen wir uns beide, dass ich immer noch den Job mache. Und dass ich jetzt da diese Macke entwickelt habe. Ja, das war eine kurze Geschichte, ne? Ich weiß nicht, also ob die was gebracht hat, keine Ahnung. Ich kann auch noch mal hier heute Morgen den Tag nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die immer treu irgendwie an meiner Seite hier sind. Das ist total süß. Und auch noch mal an Barbara Seiler, die Plaudertasse hier auf den Weg gebracht hat. Ich glaube, ich erzähle euch noch eine Geschichte. Ich erzähle euch noch eine Geschichte zum Thema Convivencia in la Finca, also Zusammenleben in der Finca. Ja, wollt ihr die hören? Das hat jetzt überhaupt nichts mit Nägeln zu tun. Wir hatten hier einen marokkanischen Mitarbeiter. Der hat hier gewohnt mit seinen 3 kleinen entzückenden Kindern und seiner Frau. Die hatten alle ganz, 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 ganz lange Haare. Jetzt geht es um Haare und nicht um Nägel. Und die sind jeden Morgen auf der Terrasse gestanden oder haben auf der Terrasse gestanden und haben sich die Haare gekämmt. Jeden Morgen. Ja? Das ist jetzt die Geschichte, wie blöd ich bin. Also Moslems, die auf der Terrasse in Kankorem stehen und sich die Haare kämmen. Und das allererste, was ich mache, guten Morgen Dagmar, hallo Ralf, hallo Merce, das allererste, was ich mache, ist, ich rufe den Toni, den spanischen Ehemann, rufe ich zu der muslimanischen Frau und sage: Guck mal, was die für Haare hat. Obwohl die den ganzen Tag total verschleiert rumgelaufen ist, habe ich gesagt: Toni, guck mal, wie schön diese Frau ist und was die für schöne Haare hat. Da wisst ihr Bescheid, ne? Entweder bin ich doof oder ich verfüge über so viel Toleranz. Aber ich glaube, na, Unwissenheit ist es ja nicht. Ich weiß das ja ganz genau. Aber mir ist das einfach nicht in den Sinn gekommen, diese Schönheit dieser Frau und diesen Kindern dem Toni nicht zu zeigen. Unfassbar, ne? Ja, manchmal sollte man ein bisschen mehr besser nachdenken, wie so andere Kulturen drauf sind. Die hat nämlich dann geschrien, als ich gesagt habe: Toni, ven, ven, bello della Signora, míralo, weil das war über den Hintern. Dann hat die nur angefangen zu schreien und gesagt: um Gottes Willen, que te vayas, que te vayas. So, Nägel und Haare, das war das Thema heute. So fange ich mal, sage ich, den Montag an. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Es regnet und regnet und regnet. Trotzdem gute Laune behalten. Und keine Angst haben, dass man vom Regentropfen erschlagen wird. Schöner Satz, ne? Kaffeetasse, und den Teller. Und morgen geht's weiter, 10:30 auf Spanisch und um 12 auf Englisch. Tschüss, 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 tschüss. Nägel und Haare, da weiß ich Bescheid. Fehlt leider an Haaren, ja. Perücke, Perücke. Tschüss.